Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Und weiter geht es mit den Figuren der Power of the Force 2 Line von 1996. Auch diese Figuren kamen auch noch auf der orangenen Karte heraus, allerdings schon auch tiefergreifend in die grüne. Die erste Figur ist ein Fan-Favorite, eine Figur, die damals in der klassischen Line nicht herausgekommen war, aber diesmal wurde sie produziert, und zwar handelt es sich hier um einen Sand Trooper. Diese Spezialeinheit der Sturmtruppen, die in Wüstengebieten eingesetzt werden, die sogenannten Sand Trooper, ähneln den Sturmtruppen und wurden zum ersten Mal hier eben in einem Neue Hoffnung, Krieg der Sterne gezeigt. Dieser Sand Trooper kommt mit einer spezifischen Bewegung der Arme bzw. Haltung der Arme um das Gewehr, welche speziell hier angefertigt wurde, mit zwei Griffen, ihm ebenso in die Hand geben zu können. Die Hände sind beweglich, die Arme sind beweglich, aber nicht die Hände. Wie gesagt, er ähnelt den Sturmtruppen von der Ausführung, wurde aber anders angemalt, nämlich mit diversen Schmutzspuren, wie man hier wirklich sehr schön erkennen kann. Also die ganze Uniform ist dreckig mit Staub, auch hier unten. Ansonsten kommt diese Figur mit einem sehr großen Rucksack, der hier hinten eingeklipst wird mit dieser Aussparung, und der ist wirklich auch sehr schön getreu, also detailliert gestaltet mit mehreren Farben. Oh, und realen Staub sogar. Ja, okay. Des Weiteren hat jeder dieser Sand Trooper eine farbliche Schulterabdeckung. Es gab dann später auch noch welche sich unterschieden. Zum Beispiel in einem Exklusiv-Diorama-Set war dann, glaube ich, ein weißer Polsterung, und in einem Builder Army-Set dann, glaube ich, andere Farben. Oder kann auch später gewesen sein. Diese Figuren kamen alle noch in der ersten Wave bzw. in der ersten Kartenauflage, die orangene, heraus. Allerdings auch schon in der grünen. Und dann gab es auch noch andere grüne, wo ein über dem Bild ein Blister gewesen ist, der etwas fluoreszierend leuchtete. Und dieser Sturmtrooper ist sogar auf einer Karte erschienen, in dem dann ein sogenanntes Freeze Frame, also ein Dia, dabei war. Also diese Wave war wirklich interessant. Es gab nicht nur den neuen Sand Trooper, sondern auch eine wiederaufgelegte Figur. Und zwar der Death Star Gunner, der Imperial Gunner, welcher in den letzten Wave der Kennerline herausgekommen war in der Power of the Force 1. Dieser hier kommt mit der großen Sturmtruppenblaster. Ebenso wie mit einem größeren Blastergewehr, welches sich unterscheidet von den anderen. Es hat hier oben nämlich so einen komischen Aufsatz. Und ja, es ist wuchtig. Auch hier ist wieder der Abstand für die Hände ein bisschen knapp. Aber man kann sie auch umhängen,
Wir haben schon gesehen, die Arme sind zum Bewegen, die Beine wieder, der Kopf und die Hüfte. Er ist sehr schön gestaltet. Der alte hatte hier einen roten Streifen drin, was nicht filmakkurat gewesen ist, aber der hier. Er hat hier die Embleme an den Seiten und eben auch hier an der Stirn. Hier ein Comlink angedeutet. Und von der Wuchtigkeit, naja, okay, aber irgendwie hat die Figur was. Und der Helm ist klasse gestaltet, fängt natürlich ein bisschen Staub auf, aber okay. Schlicht in Schwarz gehalten, hier ein paar Taschen noch angedeutet. Jo. Als nächstes haben wir die Neuinterpretation von Greedo, welcher einer der ersten Figuren damals gewesen war. Und hier kommt er aber auf jeden Fall filmakkurat darüber, da nicht nur seine Kleidung angepasst wurde, sondern auch die Weste. Man, okay, man hatte damals schon nicht so viele Produktbilder, bevor der Film in die Kinos kam und sowas, aber dieser hier hat. Greedo hier kommt mit zwei Waffen. Einmal hier mit so einem kleinen Blaster und mit einer etwas größeren Gewehr. Interessant ist hier auch zu sehen, dass er hier eine kleine Auswuchtung hat, damit er nicht so leicht aus den Händen fällt. Kann man da nämlich dann den Daumen besser einklipsen. Ansonsten ist diese Figur wirklich genial gestaltet. Man hat hier sogar die Finger, diese Art Saugnäpfe, extra lang gestaltet. Und auch das Gesicht ist wunderschön modelliert. Die ganzen Warzen, der Irokese, spitzen Ohren und hier oben die Antennen. Auch hat man auf Pupillen verzichtet, welche dem Filmvorbild gerechter wird. Die Weste ist hier mitmodelliert und ansonsten diese gelblichen Streifen vom ganzen Overall macht schon einiges her. Und als nächstes kam ein Tubeback heraus. Also nicht einen Taurücken, sondern einen Doppelpack. Und zwar mit zwei kleineren Figuren. Und zwar waren das die Jawas. Und diese Figuren, die habe ich auch geliebt. Also die haben wirklich was. Fangen wir erstmal mit dem kleineren an. Der kleinere hier ist wirklich klasse gestaltet und auch von der Größe einigermaßen brauchbar für die anderen, wo es früher gab. Er hat natürlich weniger Bewegungspunkte hier und der Kopf ist leider nicht drehbar und dieser hier hat einen kleinen Blaster . Stellen wir den kurz zurück, nehmen wir mal den großen und dieser große hier. Der hat diese Ionenkanone-Waffe, die man nicht richtig in die Hand geben kann. Vielleicht so. Also so geht's. Und er hat die gleichen Bewegungspunkte. Diese beiden Jawas haben zwei Backholes. Es gab dann später noch einen anderen Jawa zum Rondo. Und er hatte nur einen. Das bloß jetzt nebenbei. Beide haben diesen Patronen- oder Taschengurten, diese Taschengürtel über den Korpus. Und der hier hat sogar den Bewegungspunkt in der Hüfte. Der hier nicht. Und jetzt kommt der Clou. Und jetzt mache ich mal das, was auch DSD Midnight Figure Feature
immer macht im Anfangsintro. Wenn man oben den Finger auf den Kopf hält, sieht man das Gesicht verdunkelt. Löst man den Finger, so leuchten dann die Augen durch den Lichteinfall, der hier oben auf diesen Aussparungen trifft. Und das fand ich schon ein klasse Effekt. Auch sind die Bandagen hier in dem Gesicht sehr gut gemacht. Sehr schön modelliert. Ein Heroe darf in dieser Line nicht fehlen, in dieser Wave. Und zwar kam ein Luke Skywalker in Stormtrooper Disguise heraus, welcher früher auch aufgelegt wurde in der letzten Wave oder beziehungsweise in der Power of the Force Wave, aber eben nicht in der, aber nicht weitergeführt wurden. Also Han Solo und sowas gab es leider nicht. Ähnlich wie beim Imperial Gunner wurde diese Figur eben neu aufgelegt. Und die finde ich schön. Also der einzige Unterschied ist, dass er diesen Blaster hier hatte und nicht diesen Stormtrooper Blaster. Also hier hinten dieses abgeschnittene Teil und das andere Zielfernrohr. Aber er hatte einen annehmbaren Sturmtruppenhelm und die Bewegungspunkte blieben gleich. Der Kopf wurde natürlich wieder von einem anderen Luke oder von älteren Lukes übernommen. Und man kann ihn dann den Kopf aufsetzen. Halt mal kurz den Sand Trooper daneben. Er hat ungefähr die gleiche Größe, also von wegen so klein und schon bei den Sturmtruppen. Also da wurde vom Korpus her der gleiche Körper fast benutzt. Nichtsdestotrotz eine Must-Have-Figur. Die nächste Figur aus der Cantina hieß früher Hammerhead. Und nun hat er in all den Jahren, in diesen 10 Jahren, in denen Figuren Pause gewesen waren, hatten alle einen Namen bekommen. Und zwar heißt er Momar Nadon. Dieser Hammerhead, ja, ich bleibe einfach bei Hammerhead, ist wirklich ein grandioser Unterschied zu dem Vorläufer. Nicht nur, dass diese ganzen Adern hier weggefallen sind vom Vorläufer, sondern er hat hier diese komische ledrige Haut. Und doch ein paar wuchtige Beine bekommen. Dementsprechend steht er auch ganz gut. Und was am Anfang immer ein wenig abschreckend war mit diesen riesigen Waffen, macht jetzt mehr oder weniger doch etwas Spaß. Er hat hier nämlich so ein extra für ihn gestaltetes hier Doppelgewehr. Das extra nur für ihn hergestellt eben wurde. Und er kann es eben dann so gut in die Hand nehmen. Er hat einen abnehmbaren Oberteil, beziehungsweise, ja, kann man schon irgendwie abnehmen. Was will man es einmal? Welches hier wieder zweigeteilt ist und mit mehreren Farben hier glänzt. Also der Oberteil und hier unten hat er zum Glück noch was unten drunter. Auch hier noch eine Kapuze. Und von den Bewegungspunkten her wieder gleich geblieben. Und der Kopf ist wirklich schön gestaltet. Man sieht hier die Münder, der rechte und der linke Mund. Oder umgekehrt. Später kam er in einer Cinema Scene Set ähnlichen oder Bar, also mit einem Barteil heraus. Habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, wo er diese obere Weste und die Waffe nicht hatte. Dafür ein Glas zum Trinken.
Und wir kommen nun zur Neuauflage des Tusken Riders bzw. Sand Peoples, welcher auch wirklich schön gestaltet wurde. Mir gefällt dieser nach wie vor. Er kommt mit einem Gardiffi-Stick, welcher hier zweigeteilt, also beziehungsweise zwei Farben erhalten hat. Aber leider nicht so wie bei der alten Figur in die Hand gegeben werden kann, um diese Pose hier zu machen. Er hat sowieso, also diese Version hier, hat sowieso nur eine offene Hand. Und diese hier wurde ja zugelassen. Es gibt natürlich noch eine Variation, beziehungsweise von der anderen Hand, hier haben wir eine offene und hier haben wir eine geschlossene. Ich habe die geöffnete Version, zum Glück, aber jetzt schauen wir uns die Figur an. Der Kopf ist mit den Bandagen und den komischen Guckaugen und den Stacheln hier oben sehr schön gebildet. Und die Maske wurde hier unten an den Mantel mit angenäht, beziehungsweise angepasst, angemodelliert. Und die Patronengürtel, ähnlich wie die Javas, hier auch. Der ganze Mantel vom Faltenwurf macht sich gut. Allerdings stört hier hinten dann immer wegen des geöffneten. Aber man stellt ja die Figuren meistens so hin. Die Beine gucken hier unten raus und sind auch bandagiert, ebenso wie der ganze Körper. Erinnert etwas an die Mumie und auch von hinten. Kann natürlich abgenommen werden. Sieht dann so aus wie ein alter Ägypter nach der Einbalsamierung. Und sogar etwas Farbe trotzdem hier hinten angebracht, obwohl es man eigentlich nicht sieht. Ebenso wie hier oben. Auch noch erwähnenswert sind hier diese ganzen Abnutzungsspuren des Mantels, wie hier die Einrisse und hier ein Loch sozusagen, auch hier oben. Also das finde ich schön, schön detailverliebt. Und dann der letzte Figur für heute ist der allseits beliebte, zumindest bei mir, R5-D4. Diese Figur war leider doch etwas enttäuschend, zumindest für mich als Sammler. Allerdings vom Spielwert her war es klasse. Zumindest hatte er ein drittes Bein und der Filmvorlage getreuer, denn damals hatte er an den Seiten statt ein blaues Kennzeichnung eine rote ebenfalls. Wir haben hier gerade gesehen, dass er ein Teil hier an den Seiten hat, welche eigentlich hier Lasergeschütze sein sollen. Des Weiteren hat er eigentlich nur einen Bewegungspunkt, und zwar die Füße hier hinten, welche hier unten aber zusammengemacht wurden, um die Stabilität scheinbar zu unterstützen. Des Weiteren sehen wir hier unten noch einen gelben Hebel, welcher sich auch variationstechnisch unterscheidet. Hier haben wir den Hebel. Und hier gibt es nur eine glatte Version. Ich habe nur diese hier. Und bevor wir zu dem Mechanismus kommen, schauen wir nochmal die Figur an. Mit hier sehr viel Abnutzungs-Weathering-Spuren, also hier die Staubschichten. Wirklich schön modelliert. Auch hier diese ganzen, was früher Aufkleber gewesen waren, eben jetzt hat einmodellierte Hebungen und Senkungen. Die Rückseite wurde jetzt nicht weiter ausgemalt oder angemalt. Bis auf den Kopf hier oben. Und wir haben hier die R5-Antennen,
und die drei Augen. Der Kopf ist nicht drehbar. Allerdings kommt jetzt das weitere Spielfeature. Man kann den Korb aufklappen nach beiden Seiten und sieht so mehr oder weniger das Innenleben. Und das finde ich auch sehr schön gestaltet hier. Denn es wurde nicht nur irgendwie leer gelassen, schwarz, sondern auch wirklich modelliert. Machen wir kurz hier vorne rein noch. Und hier oben schaut ein komisches, pilzartiges Geschütz heraus. Und das ist nämlich die Funktion dann von diesem Hebel. Kann nämlich dazu verwendet werden, eben als Attack. Auch eine einmalige Blaster-Angelegenheit hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!